In diesem Video möchte ich euch die Updated-Version zeigen vom Durchhaltenauftrag. Und zwar könnt ihr hiermit ganz leicht eure Tarnungen freischalten, denn nirgendwo spawnen so schnell so viele Zombies wie bei diesem Auftrag, Leute. Nicht mal bei der Sporenkontrolle, vertraut mir. Wenn ihr den Auftrag angenommen habt, aktiviert das PNG, dann müsst ihr den Analysefortschritt auf 98-99% bringen und danach geht ihr auf die Taktikkarte und bricht den Auftrag ab. Nun werden hier eine Menge Zombies spawnen, obwohl der Auftrag abgebrochen ist. Und ihr könnt ja selber schauen, Leute. Hier spawnen wirklich sehr schnell sehr viele Zombies. Und bei der Sporenkontrolle habt ihr das echt nicht, dass so viele auf einmal kommen und dass die so schnell aufspawnen. Dieser Glitch eignet sich sehr gut, wie gesagt, um Tarnungen freizuschalten. Und ihr könnt auch eure Waffen leveln. Jedoch gibt es eine Begrenzung der Level pro Spiel, die ihr erreichen könnt. Und die liegt, glaube ich, bei 12 Level pro Waffe. Falls ich damit falsch liegen sollte, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und wie ihr seht, habe ich hier auch die 300 Kills mit der Golden Enigma Tarnung freigeschaltet. Das war's dann auch wieder mit dem kurzen Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, lasst doch ein Like da. Und schreibt mir doch in die Kommentare, wie ihr eure Tarnungen freischaltet, welche Methode ihr benutzt. Und wenn ihr noch kein Abo auf diesen Kanal habt, könnt ihr das jetzt an dieser Stelle ändern und die Glocke aktivieren, damit ihr in Zukunft nichts mehr verpasst und immer auf dem neuesten Stand bleibt. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Ciao!